Dieser Talk wird jetzt gehalten von Luft und es geht um Online-Wahlen an Universitäten und was man dagegen tun kann. Luft weiß auch, wovon er spricht. Er ist selbst Studierender an der Universität in Göttingen war es. Genau. Puh. Und jetzt übergebe ich auch gleich direkt das Wort und ganz viel Spaß beim Herausfinden, was man gegen Online-Wahlen tun kann. Genau, dann herzlichen Dank für die Einleitung und herzlichen Dank an alle, die zuschauen und interessiert sind. Was man gegen Online-Wahlen tun kann oder sollte, war sogar der Alternativtitel. Zunächst aber mal ein Disclaimer, ich werde hier tatsächlich keine tiefgehende technische Analyse betreiben, auch wenn das im Track Technik verortet ist. Es wird ein bisschen angerissen, aber es wird nicht tief gehen. Und ich werde auch kein Produkt auseinandernehmen. Ich verfüge auch über keine juristische Ausbildung, ihr habt es schon gehört, ich studiere Informatik, ist keine Rechtsberatung und ich habe auch keine politikwissenschaftliche Ausbildung, auch wenn ich mich für all das interessiere. Zunächst aber mal vielen Dank an den Sprecher der Resolution zu elektronischen Wahlen von der Konferenz der Informatikfachschaften 46.0 und an viele, viele Einzelpersonen, die mir geholfen haben, diesen Vortrag in der Kürze der Zeit zusammenzubasteln, denn ich weiß davon erst seit Dienstagnacht, dass ich den Vortrag halten darf. Ich hoffe trotzdem, dass er gelungen ist. Noch ganz kurz zu mir. Ich studiere in Göttingen, ich engagiere mich in der Fachschaft und in Göttingen haben wir seit 2018 tatsächlich schon erste Anzeichen, dass Online-Wahlen eingeführt werden sollen und 2019 habe ich dann angefangen, mich intensiver damit auseinanderzusetzen. Im letzten Wintersemester wurden die dann auch eingeführt. Und wenn ihr mich kontaktieren möchtet, dann gerne über die E-Mail-Adresse, die hier zu finden ist. Die Slides sind auch hochgeladen. Genau, fangen wir mal an mit dem Grundgesetz. Artikel 20 Absatz 2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Und was heißt das? Nun ja, das heißt, die Legitimität von Wahlen wird eben über den Souverän, über das Volk, also über jeden Einzelnen letztlich, ausgeübt. Und das bedeutet aber eben auch, dass wenn wir Zweifel daran haben, dass die Wahlen vernünftig ablaufen, wir auch Zweifel daran haben müssen, dass die Staatsgewalt vom Volk ausgeht, weil das ja letztlich irgendwie zusammenhängt. Und das ist auch meine Hauptmotivation, weshalb ich mich so intensiv mit diesem Thema auseinandersetze. Denn wenn die Legitimität und die Legitimation verloren geht, dann steht eben das ganze demokratische Gefüge da diesbezüglich in Frage. So, nun also zu Online-Wahlen. Und starten möchte ich mit einem XKCD. Ich gebe euch einfach nochmal eine Minute, das sich euch anzusehen. Und danach werde ich weitermachen. Wenn ihr länger braucht, dann haltet ruhig an. Genau, und offensichtlich wird hier mal wieder darauf referenziert, dass Software eben nicht, auch von den SoftwareentwicklerInnen, nicht als grundsätzlich korrekt und sicher und vollständig wahrgenommen wird, sondern es immer Fehler gibt. Und deswegen sind Online-Wahlen nach dem XKCD hier zumindest abzulehnen. So, fangen wir mal so ein bisschen in die Historie, nicht besonders tief. 2000, die Wikipedia sagt 2001, ich bin nicht ganz sicher, ob es da eingeführt oder durchgeführt wurde, ich habe eine andere Quelle gefunden, wurden Online-Wahlen das erste Mal durchgeführt an der Universität Osnabrück und zwar für die Studierendenschaft. Und das geschah im Auftrag der Bundesregierung tatsächlich, weil man nämlich herausfinden wollte, ob das nicht ein geeignetes Konzept sei, um es später auch zu verwenden für die Bundestagswahl etc. Aktuell gibt es an vielen Hochschulen
Online-Wahlen. Die wurden aber großteils erst in diesem oder im letzten Jahr eingeführt. Herausragend ist an der Stelle Jena. Die haben das nämlich 2011 schon eingeführt. Jetzt mache ich mal so ein bisschen Exkurs und gehe auf die Wahlgrundsätze ein und zitiere nochmal das Grundgesetz. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, freier, unmittelbarer, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Und ganz kurz, was bedeutet das nochmal? Eine geheime Wahl, das sollte relativ klar sein, bedeutet einfach, dass nur man selbst weiß, wen man gewählt hat, was man gewählt hat und andere Personen eben das nicht wissen. Also zum Beispiel in einer Wahlurne verschlossen den Wahlstimmzettel ausgefüllt und dann in die Urne geworfen, in einer Wahlkabine ausgefüllt, Verzeihung. Genau. Unmittelbar bedeutet, es gibt keine Wahlmänner oder Wahlfrauen oder Wahlpersonen. Das ist anders als in anderen Staaten. Frei bedeutet, dass es frei von Druck passiert oder von Beeinflussung insgesamt. Also zum Beispiel auch, dass im Wahllokal keine Wahlwerbung hängen darf. Allgemein ist der Grundsatz, dass alle in Deutschland Volljährigen ein Wahlrecht haben, und zwar ein aktives und passives Wahlrecht, unabhängig von irgendwie Einkommen etc. oder auch ethnischer Herkunft, sobald sie die Staatsbürgerschaft haben. Das sind natürlich dann doch irgendwie einschränkende Merkmale, aber StaatsbürgerInnen haben das zumindest. Und gleich bedeutet, dass alle Stimmen gleich viel wert sind. Das bedeutet aber auch, was das passive Wahlrecht angeht, dass alle diejenigen, die gewählt werden können, gleich sichtbar sind auf dem Wahlzettel. Und zusätzlich kommt auch die Öffentlichkeit der Wahl. Die Öffentlichkeit, die ist nicht genannt im Grundgesetz, die hat aber das Bundesverfassungsgericht 2009 im Urteil zu Wahlcomputern nochmal bekräftigt. Die Öffentlichkeit der Wahl besagt, dass alle wesentlichen Wahlhandlungen nachvollziehbar sein müssen, und zwar ohne besonderes Wissen über das Wahlsystem. Und letztlich ist das quasi ein Transparenzgrundsatz. Der bedeutet, dass ich als wählende Person oder als von der Wahl irgendwie betroffene Person jederzeit sehen kann, wie es um die Urne steht. Ich sehe am Anfang der Wahl, dass die Urne leer ist, bei der Urnenwahl natürlich. Dann kann ich dabei bleiben und sehen, dass alle auch wirklich nur einmal wählen und wirklich nur einen Wahlzettel einführen. Und ich kann bei der Auszählung teilnehmen. Und genau, das ist quasi ein wichtiges demokratisches Grundgerüst, die Öffentlichkeit der Wahl. Nun weiter zu Online-Wahlen wieder. Vor- und Nachteile. Warum werden überhaupt Online-Wahlen durchgeführt? Ich denke, der wichtigste Grund aktuell ist, sie sind pandemiesicher und da wird auch niemand dran zweifeln. Es ist einfach schwer zu planen, Urnenwahlen durchzuführen während einer Pandemie. Bei Briefwahlen wäre der Aufwand sicherlich auch wieder heranzuziehen. Aber gerade bei, also gerade gegenüber Urnenwahlen, wenn man sagt, man möchte in 3 Monaten vielleicht seine Wahl durchführen, verstehe ich absolut, weshalb man lieber auf Online-Wahlen setzt. Was oftmals angeführt wird, ist, dass die Wahlbeteiligung stiege. Das werde ich später nochmal ein bisschen erörtern, ob das wirklich so ist. Dann der Umweltschutz. Also klar, es wird kein Papier verbraucht. Man braucht natürlich irgendwelche Server, auf denen diese Wahlen dann stattfinden. Wahrscheinlich ist es trotzdem von der Bilanz her eine positive Bilanz. Also da dürften Online-Wahlen durchaus einen Vorteil bieten. Der zeitliche Aufwand ist ganz enorm sicherlich, die Ersparnis. Also sowohl bei denjenigen, die die Wahl, also die wählen möchten, aber insbesondere auch bei denjenigen, die die Wahl durchführen, weil Wahlen werden oftmals eben mit ehrenamtlichen Personen die Wahllokale besetzt, und auch die Wahldurchführung selbst erfordert natürlich etliches an Zeit. Und selbst bei einer Briefwahl müssten dann verschiedene Briefe erstmal konvertiert und danach wieder geöffnet werden. Und das ist sicherlich einiges, was für die Online-Wahl spricht an dieser Stelle. Kostenersparnis wird auch angeführt. Das werde ich auch später nochmal ein bisschen erörtern, inwiefern das wirklich der Fall ist oder inwiefern das vielleicht auch nicht der Fall ist. Dann natürlich, dass man von überall wählen kann, dass die Auszählung automatisiert ist. Der Wahlwille, das ist was Interessantes, das vergisst man auch relativ leicht. Wenn ich jetzt bei einer Urnenwahl oder bei einer Briefwahl entscheide, dass ich mich doch umentscheiden möchte und irgendwie mein vorher gemachtes Kreuz durchstreiche,
Ist das dann eindeutig erkennbar oder wie muss ich das ausfüllen? Ich glaube, es gibt da Hilfen auf den jeweiligen Dokumenten, aber ist natürlich trotzdem eine Frage. Zählt ein einzelner Strich schon als gemachtes Kreuz? Weil gemalte Sachen zählen ja in der Regel nicht. Da gibt es also einen Graubereich oder zumindest irgendeine Schwelle, ab der etwas gilt. Und bei Online-Wahlen kann man dem entgegenwirken. Die digitale Demokratie habe ich hier mal in Klammern gesetzt. Das wird nämlich von den BefürworterInnen gerne angeführt, dass man irgendwie jetzt in der ganzen Stadt über Schwimmbäder entscheiden könnte. Und ich sehe das eigentlich nicht. Ich denke, wenn man mehr direkte Demokratie wollte, dann könnte man das genauso gut bei den für gewöhnlich nicht nur alle 4 Jahre stattfindenden Wahlen, irgendwie BürgermeisterInnen, Landtag und Bundestag, da gibt es ja quasi jedes Jahr oder jedes zweite Jahr eine Möglichkeit, könnte man so ein Angebot ja auch da anbieten. Barrierefreiheit ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, man kann sich das durchaus vorstellen, für Blinde insbesondere, dass sie mit Online-Wahlen besser zurechtkommen. Aber auch, wenn man einfach abfängt, dass Leute versehentlich ungültig wählen, dass sie irgendwie Listenwahlen haben, sie dürfen bis zu 3 Leute ankreuzen und haben dann 4 Leute angekreuzt. Das kann man eben durch eine Online-Wahl, wenn dann nochmal bestätigt werden muss, abfangen, dass man wirklich ungültig wählen möchte. Das lässt sich mit anderen Wahlsystemen schwieriger umsetzen. Und dann kommt der Wahlzeitraum dazu, dass man eben rund um die Uhr oder auch länger als vielleicht einen Tag wählen kann. Und Prestige, weil es irgendwie so ein bisschen dieses teilweise neoliberale Modernitätsgedankentum von Blockchains und wir wollen gerne modern wirken und deswegen machen wir jetzt alles online, gibt. So, die Nachteile. Der Hauptnachteil ist bestimmt die Sicherheit. Wir hatten es gerade schon, kein Computersystem ist sicher, auch kein Online-Wahlsystem kann sicher sein. Das Problem ist, selbst wenn auch kein Offline-Wahlsystem sicher ist oder ein Wahlsystem auch ganz ohne Computerbeteiligung, ist es eben bei Online nochmal sehr viel schlimmer. Zum einen Bring Your Own Device. Also dadurch, dass Leute von ihren eigenen Laptops bei der Online-Wahl für gewöhnlich abstimmen oder von ihren eigenen Smartphones, verlagert sich eben die Verantwortung dafür, dass die Sicherheit der Wahl garantiert wird, von der Wahlleitung auf die jeweiligen User. Das kann eigentlich nicht gut sein. Dadurch entstehen natürlich auch ganz viele neue Angriffsvektoren, dass es Online-Wahlen gibt. Also irgendwie eine Denial of Service, dass man Leute davon abhält, zu wählen, indem man ihre Netzverbindung lahmlegt. Oder man snifft, selbst wenn die Wahlsoftware in der Regel verschlüsselt sein dürfte, ist das natürlich trotzdem eine zumindest theoretische Gefahr, vielleicht auch eine praktische Gefahr, dass man irgendwie über den Netzwerk-Traffic halt herausfindet, wer wann gewählt hat. Ich könnte zumindest herausfinden, mit welchem Server sich andere Leute in meinem Netzwerk verbinden und darüber weitere Rückschlüsse ziehen. Dann gibt es gegebenenfalls Cross-Site-Scripting, Möglichkeiten, irgendwie ein QR-Code, auf dem bereits eingestellt ist, ich wähle Person XY und irgendwer scannt den und hat schon abgestimmt, dann kann natürlich irgendwie das Rechenzentrum los Logins zurücksetzen oder das Endgerät kann befallen sein von einem Trojaner. Ein Keylogger kann eingesetzt werden, um irgendwelche Credentials rauszufinden, gerade wenn die gleichen Logins verwendet werden, die auch sonst verwendet werden. Und ganz wichtig ist, bei Online-Wahlen gibt es halt die Möglichkeit, dass ein Wholesale-Fraud passiert. Also, dass die ganze Wahl manipuliert wird. Bei Offline und bei Urnenwahlen insbesondere, ich möchte nicht die ganze Zeit Offline-Wahlen sagen, weil das auch auf elektronische Wahlen generell vielleicht referenzieren könnte, deswegen meine ich Urnenwahlen jetzt insbesondere, ist so ein Betrug schwieriger und bei Briefwahlen ebenfalls. Natürlich kann ich immer einzelne Personen bestechen oder bedrohen und dazu bringen, zu wählen, wie ich das möchte, aber das ist eben nicht auf die gleiche Art und Weise möglich. Wenn ich weiß, wer alles schon gewählt hat, kann ich mich am Ende der Wahl bei einer Online-Wahl einfach einloggen und für alle anderen abstimmen. Und wahrscheinlich kann man das sogar nicht mal nachvollziehen, wenn ich mich gut anstelle. Darüber hinaus gibt es noch Phishing. Das sollte einleuchtend sein. Und
gut, wenn die Wahlleitung nicht richtig handelt, dann ist es vielleicht ohnehin fraglich, ob das Wahlgeheimnis, ob die Wahl nicht gefährdet ist, aber zumindest das Wahlgeheimnis ist nicht gefährdet, wenn die Wahlleitung irgendwie bösartig wird. Also zum Beispiel, wenn Wahlleitung und Anbieter von irgendeiner Software Logs behalten, die von denen sie sagen, dass sie sie nicht behalten, dann ließen sich höchstwahrscheinlich Rückschlüsse ziehen auf die Wahl, auf das Wahlverhalten einzelner Personen. Genau, Hardware und Software sind eben nie fehlerfrei. Jetzt gehe ich wieder zurück ein Stück auf die Öffentlichkeit, was ich vorhin schon ausgeführt habe. Und zwar die Online-Wahlsysteme, die so zum Einsatz kommen, sind in der Regel eine Blackbox. Also es wäre natürlich, vermutlich wäre es denkbar einfach, ich würde nicht sagen natürlich, also es gibt sicherlich auch einige Fallstricke, aber es wären vermutlich sehr viel einfacher, eine Online-Wahl durchzuführen, wenn man nicht gleichzeitig sie als geheime Wahl durchführen möchte. Aber wenn man das möchte, dann gibt es eben einige Erfordernisse, die dagegen sprechen, dass es so leicht möglich ist. Und es gibt einige Probleme, die damit einhergehen. Deswegen auch Blackbox-Online-Wahlsystem. Also bei einer Papierwahl habe ich meine Wahlstimme. Ich kann die ganze Zeit beobachten, wer in die Urne seine oder ihre Stimme abgibt. Die Manipulationssicherheit ist einigermaßen gegeben. Zumindest im großen Maßstab ist eine Manipulation an Urnenwahlen wirklich schwierig, gerade wenn es noch WahlbeobachterInnen gibt. Und auch Wahllokale sind ja normalerweise ausgestattet mit mehr als einer einzelnen Person. Und wenn ich dann immer noch Zweifel habe, dann kann ich die Sachen erneut auszählen. Also es gibt sehr viele Mechanismen, die einer Manipulation entgegenwirken. Bei Online-Wahlen ist das eben nicht der Fall. Also da wird dann gesagt, Logs werden nicht gespeichert oder dürfen nicht gespeichert werden. Sowas wie eine IP-Adresse und ein Zeitpunkt, zu der eine Person gewählt hat, könnte ja quasi Rückschlüsse geben darauf, was sie gewählt hat, wenn man das zusammenführen kann. Und bei Online-Wahlen wird also irgendwie ein Ergebnis protokolliert. Aber eine erneute Auszählung bringt einfach nichts. Und transparent ist der ganze Prozess eben auch nicht. Darüber hinaus kann es sein, dass irgendwie Zertifikate gibt und wie soll man denn wissen, ob das richtige System wirklich eingesetzt wurde und verstehen kann, dass letztlich sowieso nur eine Person mit Spezialwissen, also besonderer Ausbildung. Ich will jetzt auch nicht fordern, dass in jeder Wahlkommission irgendwer mit tiefen IT-Security-Kenntnissen sitzt. Und ja, also man kann einfach nur sagen, wenn es eine Manipulation kaum erkannt werden kann, also wenn es zu einer geheimen Manipulation kommen könnte, weil es einfach so viele Angriffsvektoren gibt, dann besteht ein Vertrauensverlust in die Wahl selbst. Und das ist vielleicht auch ein wichtiges politisches Argument. Es ist einfach wunderbar geeignet, Online-Wahlen für Diktaturen und autoritäre Regime durchzuführen, weil es eben so schwierig ist, nachzuvollziehen und so leicht ist zu manipulieren. Und an der Stelle vielleicht dann auch gleich der Rückschluss auf die Universitäten, denn ich glaube, Universitäten sind TüröffnerInnen für die Gesellschaft und es ist dann eben durchaus sehr kritisch zu sehen, wenn Universitäten etwas durchführen, was vielleicht auch von autoritären Regimen befürwortet werden könnte. Dann gibt es weitere Nachteile. Die Bedienbarkeit kann komplexer sein, die kann auch einfacher sein, sicherlich, habe ich ja auch schon genannt. Aber diesmal Wahlmaschinen gab es in Finnland 2008. Wahlen, die wiederholt werden mussten, weil Leute nicht auf das Okay am Ende nochmal gedrückt haben und ihre Wahl bestätigt haben. Bei unseren Wahlen kam es zu einem automatischen Lockout nach einer gewissen Zeit, was auch sehr ungünstig war. Und hier mal zur Übersicht die Testwahl, die wir durchgeführt haben, mit echten Daten vom letzten Jahr. Ihr könnt schon sehen an dieser Leiste hier, vielleicht könnt ihr sie auch nicht sehen, weil sie nicht im Bild ist, es ist eine sehr lange Liste und ich finde sie unglaublich unübersichtlich. Also hier sind mehrere Stimmzettel nacheinander, die sind nur abgetrennt über einzelne Elemente, dieses weiße Border. Und genau, man muss bis zum Ende durchscrollen immerhin, weil man dort eben bestätigen muss, dass man weitergeht. Das heißt, am Ende haben alle zumindest einmal durch alles durchgescrollt oder sie haben einfach Ende auf ihrer Tastatur gedrückt. Aber es ist einfach nicht übersichtlich, was dort passiert. Genau. Ansonsten gibt es noch weitere Nachteile. Zum Beispiel eine Fehlerkorrektur ist nicht so einfach möglich bei einer laufenden Wahl. Wenn das System das nicht vorsieht, bei einer Präsenzwahl gibt es immer Leute, die da sind.
Und bei uns zum Beispiel stand in der englischen Übersetzung von der Wahl jetzt Testwahl im Header. Da hat irgendwer es halt vergessen auszuentfernen. Aber es kann natürlich bedeuten, dass irgendwer anders, die der wählt, entscheidet, es ist ja nur eine Testwahl, ich wähle jetzt gar nicht oder ich wähle jetzt anders, als ich eigentlich wählen würde. Und woher soll man das wissen? Also man kann Fehler auch bei richtigen, bei Unwahlen nicht zwingend immer ausbügeln, gerade wenn der Stimmzettel fehlerhaft wäre. Aber das ist nun mal doch sehr fragwürdig. Und bei Online-Wahlen gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man irgendwie gemeinschaftlich sich bespricht, Wahlpartys macht. Das wäre bei Briefwahlen auch der Fall. Oder auch, dass Werbung quasi neben der Wahlkabine ist, dass ich irgendwie einen Post bekomme auf meinem Social-Media-Kanal meiner Wahl und dort dann direkt dazu verleitet werde, für eine gewisse Gruppe zu stimmen oder Person. So, also nochmal, Vertrauen ist eine zwingende Voraussetzung für demokratische Wahlen und ich will niemandem vertrauen müssen. Das ist der Punkt. Deswegen gibt es die Öffentlichkeit, deswegen kann ich überprüfen, dass alles richtig abläuft. Und das ist bei Online-Wahlen eben nicht der Fall. Hier nochmal eine Matrix mit der Gegenüberstellung von Urnenwahl, Briefwahl und Online-Wahl. Was ich hier anmerken möchte, ist, im allgemeinen Grundsatz würde ich Brief- und Online-Wahl als besser einstufen als die Urnenwahl. Gerade weil man eben nicht bis zur Urne laufen muss, sondern weil man das bequem machen kann, weil es niederschwelliger ist. Bei der Online-Wahl mit der kleinen Einschränkung, dass ältere Personen das vielleicht nicht so leicht umsetzen können. Hier die Gleichheit der Wahl habe ich angekreidet bei der Online-Wahl, weil eben zumindest in dem Beispiel, das ich euch gerade gezeigt habe, die einzelnen Listen sehr ungleichmäßig gezeigt werden. Also bei einer Papierwahl sind natürlich auch einzelne Listen oben und einzelne Listen unten, aber das kann man zumindest überblicken. Und hier ist es einfach nicht möglich. Da gibt es nicht mal eine Zusammenstellung, wer alles antritt oder welche Stimmzettel es gibt. Das wurde verbessert in der tatsächlich durchgeführten Wahl, aber ich fand das trotzdem immer noch sehr schwach. Und die geheime Wahl ist eben dadurch gefährdet, dass es so viele Angriffsvektoren gibt. Das heißt, für mich nochmal kurz zusammengefasst, eine Online-Wahl, die ja eine Fernwahl ist, also keine Vor-Ort- oder Präsenzwahl, ist am ehesten vergleichbar mit einer Briefwahl, hat ein paar zusätzliche Nachteile, hat vermutlich auch ein paar Vorteile, ist weniger aufwendig und ist günstiger. Aber was die Grundsätze angeht, ist es erstmal am ehesten vergleichbar mit einer Briefwahl und weniger mit einer Urnenwahl. So, ganz kurz, weil ich schon sehr weit fortgeschritten bin in der Zeit, zur Gesetzgebung und Rechtsprechung, dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil 2009 habe ich schon angesprochen. Darin wurde nochmal der Grundsatz der Öffentlichkeit sehr gestärkt und Polias, das ist der Anbieter im deutschsprachigen Raum für Online-Wahlprodukte, die sagen dazu, in Deutschland sind Wahlcomputer nicht gestattet, dabei sind Wahlgeräte nicht mit einer Online-Wahl zu verwechseln. Viele Unternehmen, Vereine, Kammern und Universitäten führen mit dieser ihre Wahlen bereits rechtssicher durch. Und da möchte ich nur sagen, alles, was Online-Wahlen sind, läuft letztlich auf Computer hinaus, weil es über eigene Computer und über Server irgendwo in einem Rechenzentrum höchstwahrscheinlich durchgeführt wird, diese Wahl. Das heißt, abgesehen davon, dass es über Distanz passiert, was ein Vorteil ist, in der Abwägung vielleicht, spricht alles dagegen, dass es sich eben doch, also es spricht alles dafür, dass es eben, sich eben doch um Wahlcomputer handelt. Und genau, darauf geht aber auch das Oberverwaltungsgericht Thüringen ein. Da gab es 2011 ja die Einführung der Online-Wahlen und 2013 die erste Entscheidung. Damals musste die Ordnung nochmal überarbeitet werden, weil sie nicht hinreichend war für die Online-Wahlen. Aber das Oberverwaltungsgericht hat ganz explizit gesagt, bei Hochschulwahlen sei es hinnehmbar, dass nicht jeder Schritt von LeihInnen, ich glaube, sie haben nicht gegendert, kontrolliert werden könne. Und an der Stelle möchte ich einfach widersprechen und sagen, das sehe ich nicht so. Und wir selbst in Göttingen klagen aktuell gegen die Universität vor dem Gericht in Göttingen. Und wir werden einfach sehen, ob das wirklich auch von dem Gericht hier so gesehen werden wird. Ich werde jetzt mal ein bisschen schneller noch durchgehen. Genau, also es wird einfach gesagt, die Öffentlichkeit sei nur für politische Wahlen herzustellen und ich sage halt ganz explizit, es handelt sich auch bei Hochschulwahlen um politische Wahlen und wenn man das nicht so sieht, dann wird das, kommt das einer Entdemokratisierung gleich. So, Polias.
Polias ist der Anbieter. Wenn ihr der GEMA vertraut und der FDP vertraut, dann vertraut doch am besten auch Polias. Ich weiß, das ist keine sinnvolle Aussage, aber vielleicht ist es lustig. Ist closed source. Man kann wenig Anpassungen vornehmen, weil es eine Zertifizierung hat. Das Hosting übernehmen die selbst, aber man kann sich quasi einloggen über ein eigenes LDAP-System oder irgendwelche anderen Systeme. Ich glaube, es gibt eine vertragliche Bindung über mehrere Jahre, das weiß ich allerdings nicht sicher. Aber ich habe in mehreren Hochschulen gesehen, dass sie das nicht nur für ein oder zwei Jahre pandemiebedingt einführen, sondern dauerhaft einzuführen planen. Ich weiß nicht, wie sehr daran auch dieses Prestige hängt. Die haben ein klares Monopol, also es sind die einzigen, die zertifiziert sind nach BSI-Grundlage. Und sie machen einen Pooling über eine Blockchain, also sie sammeln irgendwie immer 30 Stimmen und danach wird das einmal permutiert und danach wird das in die Blockchain reingejagt. Eine lokale Blockchain, fragt mich nicht genau nach Details. Genau, sie sagen natürlich, Wählerinnenverzeichnis, Wahlurne sind getrennt voneinander und es findet keine Auszählung während der Wahl statt. Aber woher weiß ich das? Wie kann ich das nachweisen? Ich muss da eben vertrauen und das möchte ich nicht. So, ganz lustig, die sind zertifiziert, ihr könnt die Folie nachher lesen, gewesen. Denn zum 9.3. ist es ausgelaufen und die neue Version ist noch nicht zertifiziert. Die Ordnung, die sie den Universitäten als Standardordnung geben, sieht allerdings vor, dass man eine zertifizierte Software nutzt und sie wären ja die einzige gewesen. Daher weiß ich nicht genau, was sie sich dabei denken. Kurz zu den Kosten. Der Rechner, den es online gibt, der geht nur bis 20.000. Da kommt man dann irgendwie auf 71 Cent mit Mehrwertsteuer, die es kostet pro wahlberechtigter Person. Wenn man irgendwie sieht, dass Leute an Universitäten oftmals gar nicht abstimmen, ist das vielleicht aber doch bedenkenswert, ob das überhaupt sich lohnt. Denn selbst wenn man die Personen, die im Wahllokal stehen, bezahlt dafür, wenn man irgendwie nur eine Wahlbeteiligung von 20% oder weniger hat, könnte es halt auch sein, dass sich das gar nicht lohnt, dass man die Druckkosten und die Personalkosten dann doch drin hätte. Das werde ich mal überspringen. Wir hatten ein paar Probleme bei unserer Wahl, zum Beispiel, das hat jetzt weniger mit der Online-Wahl an sich zu tun, aber es war lustig, kam auf einmal am Wahlcomputer, den es gab, also die eine Stelle, wo man vor Ort wählen konnte, ein Pop-up von Citrix Receiver, was irgendwie eine Fernwartungssoftware ist. Wahrscheinlich lief das nicht, aber es war doch ganz interessant. Dann hat entgegen der Aussage von Polias die Auszählung nicht 10 Minuten gedauert, sondern stundenlang. Ich glaube, über 3 Stunden. Und wir haben die Vermutung, dass die geheime Wahl eventuell nicht gewährleistet ist. Das können wir daran festmachen, dass wir im Nachgang ausgewertete Daten bekommen haben, auf denen jeweils nur eine Person für eine einzelne Liste steht. Also teilweise, das sind dann irgendwelche Kombinationen wie ausländische Studierende, die noch eine zusätzliche Angabe machen können. Und wir glauben, man könnte über Zeitpunkte, selbst mit dieser Permutation über die Blockchain, das zurückrechnen, wer das denn gewesen sein könnte. Dann gab es noch so lustige Sachen wie das hier. Auf einmal waren Sachen verrückt, weil es irgendwelche Race Conditions gab im JavaScript gegen CSS. Und das konnte auch der Wahlleitung gezeigt werden. Also, für uns war das kein Prestige. Auf die Wahlbeteiligung möchte ich nochmal kurz zurückkommen. Und zwar, die ist tatsächlich gestiegen bei uns. Allerdings hat die Wahl stattgefunden über 7 Tage und 24 Stunden, statt zuvor über 3 Tage und jeweils nur von 10 bis 18 Uhr. Die Wahlbeteiligung ist nach mehrfacher Erinnerung gestiegen von 28,34 auf 31,89%. Aber die Zahl der ungültigen Stimmen ist zum Beispiel beim Studierendenparlament auf das Dreifache gestiegen und beim Senat ebenfalls. Der Anteil der ungültigen Stimmen hat deutlich zugenommen. Und auch wenn man das über längere Zeit beobachtet, zum Beispiel hier bei der Gesellschaft für Informatik, die haben Online-Wahlen sehr früh eingeführt, die sind allerdings auch verteilt, dann sieht man, dass das eventuell auch nur eine zeitliche Relevanz hat, wenn Online-Wahlen eingeführt werden. Dann komme ich jetzt zum Fazit, weil ich nämlich keine Zeit mehr habe. Sorry. Und zwar meine Forderung, okay. Ich möchte, dass Online-Wahlen nicht an Universitäten stattfinden, vor allem nicht langfristig. Während der Pandemie kann man darüber sprechen, aber langfristig sind sie vor allem kein Ersatz für Urnenwahlen, sondern höchstens für
Briefwahlen. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit und sage E-Voting nein, danke. Das Pad zum Einreichen eurer Fragen findet ihr im Fahrplan direkt auf der Detailseite dieses Talks. Eine Frage ist schon reingekommen. Siehst du eine Chance zu verhindern, dass die Gesetzgebung ein System für sicher erklärt? Sicher. Naja, dieser BSI Common Criteria Katalog, das ist quasi so eine sehr oberflächliche Bewertung. Da muss man halt gewisse Anforderungen erfüllen, dass Leute nicht mehrfach abstimmen können, etc. Es ist allerdings nichts Berauschendes. Es ist jetzt einfach nur irgendein Zertifikat, das es halt gibt. Und Polyas ist der einzige Anbieter. Ich glaube, das BSI ist wahrscheinlich der beste Anlaufpartner, um Sachen für sicher oder unsicher zu erklären. Und die Politik wird sich scheuen, da über das BSI hinaus etwas zu fordern. Also bei den Wahlmaschinen, bei den Wahlcomputern war das ja war die Polytechnische Prüfanstalt zuständig, die für sicher erklärt hat. Und die haben dann auch zurückgezogen, nachdem der CCC die entwertet hatte, quasi deren Siegel. Und ich glaube, man wird vorsichtig sein, irgendwie Sachen für sicher zu erklären. Und Jinx, du rauschst. Dein Wort in wessen auch immer Ohr. weitere Frage. Welche Strategien hältst du für vielversprechend, um Online-Wahlen zu verhindern? Das konnte ich leider nicht zeigen, weil ich es übersprungen habe. Genau. Ich glaube, am besten ist es, wenn man die frühzeitig verhindern kann. Also wir haben ein bisschen Vernetzung über die Konferenz der Informatikfachschaften, aber gerade auch zu Jena, die das ja sehr früh durchgefochten haben, hätten wir viel früher wahrscheinlich Kontakt aufbauen sollen. Das ist so die eine Möglichkeit, über externe Vorträge und so weiter da vorzugehen. Ansonsten in den Gremien selbst sicherlich auch die ganzen Gegenargumente nennen, die ich jetzt hatte. Und vielleicht auch eine Befristung erstmal zu verlangen. Also Online-Wahlen nicht dauerhaft einzuführen, sondern zu sagen, jetzt gibt es noch ein Jahr Pandemie, okay, dann machen wir jetzt ein Jahr Online-Wahlen und danach gibt es keine mehr. Ja. Die Technik ist sehr freundlich bei mir hier gerade im Ohr. Es kommt gerade noch eine Frage rein, da wird aber gerade noch fleißig getippt. Ich versuche das hier mal so on the fly zu übersetzen, die ist nämlich auf Englisch eingereicht worden. Warum denkst du, werden oder können Universitäten nicht enforcen, dass für Wahlsysteme Open Source Komponenten oder Open Source Software grundsätzlich mal verwendet wird, wenn halt auch das Ganze schon mit Public Money gefundet ist? Also halb Deutsch, sorry. ich antworte mal auf Deutsch, oder ich glaube, es ist besser, dann müssen Leute nicht im Deutschen wieder eine Übersetzung verlangen. Ich würde mal andersrum sagen, ich glaube, nur weil etwas Open Source ist, ist es noch keine gute Software. Und ich glaube auch, Voting Software Open Source wäre immer noch höchst fragwürdig. Aber es wäre auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ich würde sagen, das ist ähnlich wie bei Zoom und so weiter. Es gibt halt einfach irgendwelche AnbieterInnen und die werden genutzt. Und selbst wenn es eine offene Lösung gäbe, fällt das halt oftmals hinten runter, weil sie entweder ein bisschen schlechter gewartet ist tatsächlich oder mehr Aufwand erfordert oder überhaupt die Kenntnis darüber, dass sie existiert. Und in dem Fall, Zertifizierung kostet wahrscheinlich auch ganz gut Geld. Das ist wohl immer ein Punkt. Was kann man jetzt als Fachschaft tun, wenn bei der Universität Online-Wahlen eingeführt werden sollen? Also was wir getan haben, wir haben eine Testwahl versprochen bekommen im letzten Jahr schon, 2019. Die hat dann nie stattgefunden. Und wir hatten damals schon als Studierendenschaft uns eigentlich gegen Online-Wahlen ausgesprochen. Und das wurde dann immer wieder quasi pandemiebedingt uns sehr nahegelegt und Druck ausgeübt, dass wir nicht doch
Online-Wahlen einführen. Das Problem in Göttingen ist nochmal ein spezielleres, weil in Göttingen nämlich die Wahlen gemeinschaftlich durchgeführt werden. Die werden also organisiert von der Wahlleitung, die universitären oder die akademischen Wahlen auch durchführt, die studentischen Wahlen. Kommt halt darauf an, ob man mit dem Senat und der Universität sprechen muss an dieser Stelle oder ob es um die Studierendenschaft konkret geht. Ich glaube, wenn es um die Studierendenschaft geht, dann ist es immer gut zu bilden. Bei anderen Leuten weiß ich manchmal nicht, ob die Argumente ankommen oder ob es nicht zu viele andere Kriterien gibt, die ihnen da, also die ihre Motivation sind, die eigentliche Motivation sind. Aber reden ist sicherlich nie verkehrt. Und wir haben dann irgendwann auch Widerspruch gegen die Wahl eingereicht und genau. Wir haben aktuell das Ende der Fragenliste erreicht. Du möchtest mir sagen, ich soll meinen Vortrag fortsetzen? Ja, die Zeit hat sich jetzt leider auch so langsam dem Ende geneigt, was sehr schade ist, weil das Thema ist nämlich unglaublich vielfältig und ich glaube, da kann man noch ganz viel auch an diversen Stellen in die Tiefe gehen. Es kommen noch ganz viele Dankes in das Pad rein, vielleicht dann auch noch mal schauen. Ich habe noch eine Sache. Ja. Und zwar, ich habe unseren Wahlwiderspruch auch online gestellt. Den könnt ihr finden, entweder in einem Link am Ende der Slides oder auf den Übersichtsseiten von DIVOG. Als Markdown und als PDF-File, wenn sich irgendwer inspirieren lassen möchte, sowohl argumentativ als auch vielleicht für einen eigenen Widerspruch. Perfekt. Das wäre noch meine letzte Frage gewesen, ob du noch ein letztes Ding zu sagen hattest. Aber die Technik hat gerade reingereicht. Wir haben noch ein paar Minütchen Zeit und du könntest die Folie gerade noch herwerfen, wenn du möchtest. Na gut. Ich habe hier quasi einen 5-Schritt-Plan aufgezeigt, um das ausführlicher zu beantworten. Und ich werde jetzt nicht drauf eingehen einzeln, aber es gibt halt immer die Möglichkeit, irgendwie erstmal mit Leuten sprechen oder Minderheitenvoten einreichen und generell dranbleiben am Thema. Eventuell auch öffentliche Schreiben der Uni, der AStA, der Uni Frankfurt hat das zum Beispiel gemacht, oder auch der FZS, der Freie Zusammenschluss der Studentinnenschaften neulich. Und dann gegebenenfalls, wenn man wirklich überlegt, wie man weiter gegen vorgeht, mit AnwältInnen sprechen, Einsicht verlangen in die Unterlagen, überhaupt auch Beteiligung der StudentInnen und der studentischen VertreterInnen verlangen und irgendwann Widerspruch und gegebenenfalls Klage einreichen. Mehr steht auch noch in den Folien zu Normen, Kontrollverfahren und konkreten Verfahren, wenn sich dafür irgendwer interessiert, dass es tatsächlich so weit kommt. Aber wie gesagt, alles ohne Garantie und Rechtsberatung, gegebenenfalls eigene Kontakte nutzen und AnwältInnen fragen. Es ist nämlich relativ komplex, auch welche Rechtsgrundlagen gerade anwendbar sind und so weiter. Das überlagert sich jetzt halt gegebenenfalls auch mit diversen Corona-Sonderverordnungen und so weiter. Da ist juristischer Rat wahrscheinlich eine gute Idee. Genau, und 2023 findet ja auch die Sozialwahl statt als Online-Wahl. Man kann jetzt sagen, das ist jetzt auch keine super wichtige Wahl für die meisten Leute, aber es ist halt auch wieder eine Legitimierung für Online-Wahlen an sich. Wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Luft. Schön, dass du da warst. Gerne.